Präsident kündigte heute an, dass eine neue Geheimwaffe entwickelt werde. Eine neue Geheimwaffe? Hm, wenn ich die in die Pfoten kriege, könnte ich die ganze Welt regieren. Hm. Weiter sagte der Präsident, dass sie sich im Munitionsdepot der Armee in Empire City befinde. Hm, das könnte Ärger geben, Super. Wir sollten dort mal nach dem Rechten sehen. Scheint alles in Ordnung zu sein, Miraculous. Wir fahren rein und sehen uns genau um. Ich glaube, ich werde das Schild Vorsicht Minen verstecken. Nur für den Fall, dass mir jemand folgt. Wir trennen uns besser, so haben wir schneller alles abgesucht. Wir stehen vor einer Zielscheibe. Das ist die schwarze Katze. Oh nein, was soll ich jetzt machen? Die beiden wollten mir wohl eins auswischen. Mein Propellergold, das ist die Lösung. Hey, wieso kommen die Kugeln denn zu mir zurück? Mal sehen, ob die Granaten auch zurückkommen. Schnell, Super! Ab in den Panzer! Alles klar, Miraculous. Ich werde euch ein paar Souvenirs rüberwerfen, Jungs. Los, fangt sie auf! Ich glaube, die schwarze Katze hat keine Handgranaten mehr. Hm. Ich habe eine gute Idee. Ich schaue durch das Fernrohr und sehe mal nach, wo sie steckt. Das ist kein Fernrohr. Das ist eine Panzerfaust. Die sind erledigt. Jetzt schaffe ich sie mir für immer vom Hals. Leb wohl, Miraculous. Und schöne Grüße von mir an den Mann im Mond. Oh nein, die will uns wirklich ins Weltall schicken. Oh Gott, wieso fühle ich mich bloß wie ein Satellit? Die erste Stufe ist ausgebrannt. Wenn die zweite nicht zündet, öffnet sich automatisch der Fallschirm und wir schweben zurück auf die Erde. Oh, verdammt, die Rakete kommt doch tatsächlich zurück. Oh. Mal sehen, ob dir dazu etwas einfällt, schwarze Katze. Die schwarze Katze ist gefangen und ihre Geheimwaffe in Sicherheit. Bitte, Geheimwaffe? Was denn für eine Geheimwaffe? General, wollen Sie damit sagen, Sie wissen nicht, wo sie ist? Sie ist so geheim, ich weiß nicht einmal, was für eine Geheimwaffe das ist. Das darf doch wohl nicht wahr sein!